Ein US-Präsident feiert ausgelassen im Oval Office. Geldscheine fliegen durch die Luft. Ein Bild, das es so nicht gegeben hat. Es stammt von der britischen Fotografin Alison Jackson, die für ihre Werke Schauspieler engagiert und in den Inszenierungen Fiktion und Realität verschwimmen lässt. In Düsseldorf sind aktuell 80 ihrer Fotos zu sehen. Eine Ausstellung über Fake News, künstliche Intelligenz und Wahrheit. Ist das wirklich passiert? Oder das? Hat Camilla mit Krone Kippe geraucht? Der Kuckucksklan Donald Trump getroffen? Die Antwort ist nein. Nichts davon ist geschehen. Diese Fotos sind fake, sie sind Kunst, sie sind Fake-Kunst. Ich hoffe, meine Arbeit wirft die Frage auf, was wahr ist und was falsch. Warum wir bei manchen Dingen genau hinschauen und bei anderen nicht. Seit 20 Jahren inszeniert die Britin Alison Jackson Wirklichkeit mit Schauspielern, Doppelgängern und Kostümen. Heute ist ihre Arbeit so aktuell wie nie, weil Fake News und künstliche Intelligenz die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion immer weiter verwischen. Das kann wirklich gefährlich sein, denn wenn wir nicht sagen können, was stimmt, gibt es keine Wahrhaftigkeit mehr und keine Authentizität. Jacksons Werke sind im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. Sie provozieren, amüsieren, schockieren. Denn lange dachten wir, Fotos zeigen die Wahrheit. Sie beweisen, dass etwas wirklich passiert ist. Aber was, wenn der Fotobeweis trügt? Wenn aus der Macht der Bilder die Ohnmacht der Betrachter wird? Hat mich dann doch irgendwie auch erwischt dabei, dass ich so diese... Ja, dass ich doch irgendwo eine Empfänglichkeit für Fake News bei mir festgestellt habe. Ich werde dadurch doch sehr viel kritischer in der nächsten Zeit auf Bilder schauen. Jackson verschmilzt Wunsch und Wirklichkeit und sie warnt, der beste Fake ist der, der wahr sein könnte.